So, liebe Leute, ich nehme Abschied von Budapest und begrüße euch in die dritte Woche. Heute, ich habe einen wunderbaren Ruhetag gehabt gestern bei meinem Freund Links Bushcraft, also Gesa, der früher Mr. Maiko geheißen hat. Und jetzt habe ich noch drei Tagesetappen vor mir. Ein bisschen jetzt hier in der Hügelseite von östlich von Budapest. Und danach kommt eine Zeit lang einfach nur Push da. So, Mittag ist jetzt dran. Hier aus der Push da. Ich habe mich hier hinter so einen Heuballen, Strohballen geklemmt. Das ist ein bisschen windgeschützt. Und an der Stelle, während es jetzt Mittag gibt, nochmal ein Dank an Carlos. Jetzt gibt es den Reis und an Jonas. Da habe ich jetzt so etwa 5-6 Streifen von klein gemacht und mit rein. Und das kocht jetzt auf. Das muss jetzt 3 Kochminuten kochen. Hier. Und dann ist das Mittag schon fertig. Und ich kann weiterfahren nachmittag. So. Schnell wieder Deckel zu. Leben ist schön. Auch wenn es Nordwind gibt und ich nach Nordosten, in Richtung Nordosten fahre. So ein Ruhetag macht echt viel aus, wenn man wirklich geistlich und physisch auftankt. Ja, ging ja ruckzuck und schnell. Was? Die Würzigkeit des Trockenfleisch peppt den Uncle Bens nochmal richtig auf. Also, lass mir es schmecken und dann geht's in die zweite Tageshälfte. Und tschüss. Echt schön. Ich war gerade hier, weil das, was so aussah wie eine Tankstelle, da auf Wassersuche kommt ein LKW-Fahrer, hat mich hier in das Depot geführt und habe ich 2 Liter Wasser bekommen und dann fing er an und sprach mit mir auf Deutsch und hat mir einen heißen Kakao ausgegeben aus dem Automat. Echt super. Vielen Dank. Heute Nacht hier im Busbahnhof gewesen, habe übernachtet.